Hallo Netz und herzlich willkommen zu meiner Review des Mobile Cinema i400 von der Firma Iptec. Dieser kleine Mini-Beamer, der hat es wirklich in sich. Er hat eine Helligkeit von 400 Lumen. Das ist in dieser Kategorie der Größe oder beziehungsweise bei den Akkubeamern doch recht viel. Ist also sehr lichtstark, ist sehr kompakt und bietet euch eine Akkulaufzeit von 2,5 Stunden bei voller Helligkeit. Über andere Helligkeit, also reduzierte Helligkeit, das doppelt, also 5 Stunden. Aber mal ganz ehrlich, 400 Lumen sind nicht besonders viel und deswegen gehe ich davon aus, also Fakt ist, 2,5 Stunden mit diesem Beamer richtig gut arbeiten zu können. Er hat eine Menge Anschlüsse und eine Menge Möglichkeiten über diesen Anschlüssen hinaus. Kommen wir einmal zu den Anschlüssen. Ihr habt auf der Rückseite einen Micro-SD-Karten-Slot. Das heißt, ihr könnt Videos, Dateien direkt von diesem Beamer aus abspielen, sowie eine USB-Schnittstelle, dass ihr Datenträger, also Festplatten etc. anschließen könnt. Ihr habt natürlich den üblichen HDMI-Eingang, damit ihr jedes Gerät, sei es die Nintendo-Konsole, die PlayStation, an diesen Beamer anzuschließen. Sowie einen natürlich Audio-Ausgang, um eure Stereoanlage an diesen Beamer anzuschließen. Audio-Ausgang, das ist ja auch mal so eine Geschichte bei so kleinen Geräten oder generell bei Beamern ist der Ton ja relativ schlecht. Wir haben hier festhalten 2-3 Watt Lautsprecher drin. Das heißt, dieses kleine Ding hat wirklich einen Stereo-Sound, also 2x3 Watt. Klingt, nagelt mich jetzt nicht fest, ist natürlich der Größe geschuldet. Ihr wisst auch, es gibt so 1000 Euro Beamer, die haben auch nicht so einen guten Klang, einfach das Volumen fehlt. Also nicht jetzt erwarten, dass es Hi-Fi-Sound ist vom Feinsten, aber diese 2x3 Watt sind schon ordentlich für so einen kleinen Beamer. Ich kann euch hier mal den Sound zeigen. Die Kamera ist ungefähr 2 Meter entfernt von diesem Beamer und der Sound, den ihr jetzt hört oder seht oder hört, genau, der ist aus dem Beamer direkt. Der i400 hat eine Keystone-Technologie. Das bedeutet, wenn ihr den Beamer kippt, dann wird automatisch das Bild immer perfekt angepasst, dass das Bild perfekt ausgerichtet ist. Dieses Ausrichten könnt ihr zum Beispiel auch über diesen kleinen ausfahrbaren Halter hier. Dann kann dieser Beamer direkt über die Tischkante das Bild an die Wand werfen. An die Wand werfen. Das Bild kann bis zu knapp 2 Meter groß an die Wand geworfen werden mit diesem kleinen Beamer. Der Abstand zur Wand ist auch relativ gering und er hat eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Also wir haben hier eine Full-HD-Auflösung. Auch da trennt sich manchmal die Spreu vom Weizen. Ihr kennt das, es gibt natürlich auch 4K-Monitore, aber ihr müsst immer davon ausgehen, hier reden wir von einem mobilen, überall einsetzbaren Beamer. An der Seite habt ihr ein Stellrad, um ganz schnell, ganz fix das Bild scharf zu stellen. Das geht super einfach und super schnell. Auf der Oberseite habt ihr die Power-Taste. Das Ganze lässt natürlich kaum Fragen offen. Auf der Vorderseite habt ihr einen Infrarotempfänger für die passende Fernbedienung, die euch die Möglichkeiten der Kontrolle über den Sound oder die Eingabemöglichkeiten bietet. Anschlussmöglichkeiten. Natürlich neben dem physikalischen Anschluss, sage ich mal, dem HDMI-Anschluss, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, kabellos Geräte mit diesem Beamer zu verbinden. Das geht mit Android, das geht mit iOS, also Apple-Geräten und vielen anderen Geschichten wirklich tadellos und sehr einfach. Also ihr verbindet euch, das ist natürlich wichtig, erstmal mit dem Beamer, wenn ihr Apple-Geräte benutzt und der Beamer muss dann eine Internetverbindung herstellen. Beachtet da bitte die Beschreibung, sonst klappt das mit dem Internet nicht. Ihr habt zwar ein Bild, aber kein Internet. Also erst eine Verbindung über WLAN zu dem Beamer herstellen und dann ins Internet gehen. Aber das ist in der Beschreibung relativ gut erklärt.
Bei Android ist das Ganze noch einfacher. Habt ihr Samsung-Geräte oder neue Huawei, beziehungsweise je nachdem, wie man es ausspricht, Huawei-Geräte, sobald ihr das Gerät verbindet untereinander, wird automatisch eine Art Windows 98-Design dargestellt. Ihr habt eine richtige kleine Oberfläche wie bei Windows und habt dann die Auswahl über die Apps, die sich auf eurem Gerät, auf eurem Tablet, auf eurem Smartphone befinden. Und ihr habt eine super tolle Möglichkeit, euch da zu bewegen, zu arbeiten. Sobald die beiden Geräte verbunden sind und dieses Windows erscheint, habt ihr die Möglichkeit oder erscheint automatisch bei Huawei, automatisch ein Touchfeld auf dem Telefon, womit ihr dann quasi die Maus imitiert. Das Bild an sich wird natürlich entsprechend nicht angepasst. Und das macht es natürlich sehr schön, mit der ganzen Geschichte zu arbeiten. Ihr habt ein Touchfeld auf dem Smartphone, auf dem Tablet und das richtige Bild wird von dem Beamer automatisch an die Wand geworfen. So ist es bei Android. Bei Apple ist es relativ ähnlich, AirPlay und Co. Das geht alles problemlos. Durch den HDMI-Anschluss könnt ihr natürlich auch Devices nutzen, die Netflix und Co. anbieten können. Zum Beispiel den Amazon Fire Stick könnt ihr problemlos an dieses Gerät anbinden. Oder natürlich auch Sky Ticket und alle anderen HDMI-gesteuerten Geräte. Sky Ticket konnte ich sogar über den externen USB-Anschluss noch zusätzlich mit Strom versorgen, aber bei dem Amazon Fire Setup, da musste ich dann mit einem Netzteil arbeiten, beziehungsweise dann musste ich ein Kabel nutzen. Da war das nicht mehr ausreichend, was hier die USB-Buchse liefert. Also das geht auch, aber müsst ihr natürlich berücksichtigen. Natürlich könnt ihr Konsolen anschließen und alles Mögliche, was es da so gibt. Natürlich muss so ein Gerät wie ein normaler Beamer auch gekühlt werden. Hier habe ich 20 cm Entfernung einmal den Geräuschpegel gemessen. Der ist akzeptabel, geht leiser, aber natürlich ist das Gerät akkubetrieben, müsst ihr immer berücksichtigen. Es gibt sicherlich Geräte, die einen Tick leiser sind, aber besonders laut habe ich den i400 irgendwie empfunden. Okay, fassen wir zusammen. Ihr habt eine Keystone-Korrektur, das heißt, der Beamer passt automatisch das Bild an, liefert euch 2,5 Stunden überall ein Beamer-Bild irgendwo an irgendeine Fläche. Der hat einen bzw. 2 Lautsprecher, 2x3 Watt Stereo-Sound, der kleine, relativ gut für seine Größe. Dann hat er die Möglichkeit, Geräte nicht nur über Kabel, sondern kabellos einzubinden, das Bild zu übertragen, was einen super Komfort euch bietet. Er hat eine Auflösung von 1280x800, also Full-HD-Auflösung, hat einen Micro-SD-Karteneingang, einen USB-Anschluss und bietet euch viele, viele Möglichkeiten. Der Hersteller Hypetech hat mir den i400 für diese Review zur Verfügung gestellt. Dies beeinflusst aber meine Review in keinster Weise. So, wer sich jetzt für diesen Beamer interessiert, den kann ich ans Herz legen. Unten in der Artikelbeschreibung findet ihr einen Gutscheincode. Damit bekommt ihr 15% bei Hypetech für den i400. Also 10 Leute bekommen 15% Rabatt mit dem Gutscheincode, den ihr unten in der Beschreibung findet. Also schnell sein, wenn die 10 weg sind, sind sie weg. Und weil ihr jetzt so lange noch dran wart, verlose ich gemeinsam mit dem Hersteller diesen Mini-Beamer noch eine Nummer kleiner, den i70. Er wiegt nur 135 Gramm, macht bis zu 2 Meter große Leinwand überall dahin, wo ihr gerade seid. Alles klar. Alles, was ihr tun müsst, ist einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Inhaltlich völlig egal. Klar, wenn ihr gewinnen solltet, müsst ihr mir natürlich eure Anschrift mitteilen, DSGVO und so. Ihr wisst schon, die brauche ich, sonst kann ich euch das Ding nicht zuschicken. Also bis zum 15. Juni einen Kommentar hinterlassen, in Topf sein und mit etwas Glück diesen kleinen Mini-Beamer auch noch abstauben. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch das Ding gut rüberbringen. Es sind keine Fragen offen geblieben. Sollten Fragen offen sein, dann stellt mir die. Ich versuche wie immer jede Frage zu beantworten. Ich danke euch, empfehlt mich weiter und auf Wiedersehen.